Hallo zum Wetter von wetter.net. Nachdem es ja nun in der letzten Nacht besonders im Nordosten und Osten wieder heftige Gewitter gab, ist auch heute das Unwetterpotenzial wieder gegeben. Aktuell scheint zwar zwischen dem Erzgebirge und der Ostsee noch verbreitet die Sonne, doch in den nächsten Stunden, da wird es dann allmählich anfangen zu brodeln. Und wir schauen mal auf unsere Gewitterkarte. Die zeigt uns zwei Parameter, die uns etwas über die Intensität von möglichen Gewittern verraten. Das ist zum einen der CAPE und zum anderen der Lifted Index. Das sind zwei nicht unbedingt einfach zu erklärende Begriffe, aber wir versuchen es zumindest mal grob. Der CAPE-Wert, der steht für die maximal verfügbare potenzielle Energie für Konvektion. Das heißt kurz gesagt, dieser Wert gibt uns an, wie stark ein Luftmassenpaket angehoben werden kann. Je höher dieser Wert, umso wahrscheinlicher sind starke Gewitter und der ist hier farblich dargestellt. Das andere ist der Lifted Index und der verrät uns etwas über die Schichtung der Atmosphäre. Ist sie stabil geschichtet, dann ist dieser Index positiv und dann sind Gewitter eher unwahrscheinlich. Ist der Wert aber negativ, dann heißt das, die Atmosphäre ist labil geschichtet und dann sind Gewitter auf jeden Fall wahrscheinlich. Das heißt, wir brauchen ein Zusammenspiel aus möglichst negativem Lifted Index und einem hohen CAPE und dann sind heftige Gewitter möglich. Und dieses Zusammenspiel haben wir heute Abend wieder in der Osthälfte, besonders zwischen Lausitz und der Ostsee. Das heißt, heute Abend sind dort wieder Unwetter möglich mit Starkregen, mit größerem Hagel und teilweise auch schweren Sturmböen. In der Nacht ziehen sich die Schauer und Gewitter dann zunehmend in den Osten zurück, rücken dann immer weiter nach Polen. In dem restlichen Land ist es deutlich ruhiger, vielerorts sogar sternenklar. Die Temperaturen sinken dabei meist auf 14 bis 10 Grad. Nur an der Oder, da ist es noch wärmer, mit Tiefstwerten um 17 Grad. Morgen ist dann das Schauer- und Gewitterrisiko deutlich geringer als in den Vortagen. Vielerorts ist es sogar richtig freundlich, mit längerem Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen dabei meist 21 Grad im Westen und bis 29 Grad im Osten. Am Freitag wird es dann überall wieder wärmer. Vielerorts werden 27 bis 30 Grad gemessen, an der Oder sogar schweißtreibende 33 Grad. Auch dann gibt es wieder viele sonnige Phasen, später sind dann aber wieder im Westen und auch im Nordwesten neue Schauer und Gewitter möglich. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es bei euch im Ort aussieht, dann schaut doch wie immer mal auf wetter.net vorbei. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut!